Ja, das kommt davon, wenn man einfach mal in die Dunkelheit springt. Wir sollten dann doch zusehen, weiter im Tech-Tree etwas voranzuschreiten, bevor wir irgendwas anderes machen. Zum Ja, Beispiel das stimmt. einfache Rüstung uns zulegen. Hey, das war gerade geil. Schöner Double-Hit von uns. Ja. Wow. 720 No Scope. Ja, Ich S360 weiß kann auch ganz genau, jeder. was du meinst. So, was ich auf jeden Fall mal mache, ist hier den Karren mitnehmen. Ist auch ein schönes, transportables Bett. Ja, genau. Bett kann nicht schaden. Ich bin übrigens sowieso schon wieder halb tot. Oh, ja. Dann packe ich mal die Bandages hier hin und dann fresse ich die mal. Nein, ich wollte doch keine. Na. Hast du jetzt echt gegessen? Irgendwie sieht es zumindest so aus. Ja, gut. Ah, er trifft mich natürlich voll. Die Sau. Cheatet doch. Ha, ich hab getroffen. Ha, ich hab das Fleisch gefangen. Super Teamwork. Dann hoffe ich doch mal, dass es hier oben auf dem Planeten noch Eisen gibt. Was hältst du eigentlich davon? Ich meine, wir haben ja jetzt. Oh, da muss ich aber mal kurz zuschlagen. Ach ja, du hast ja eine Axt, du Cheater. Genau. Wir haben ja jetzt schon ein paar Essensvorräte und wir haben ja schon eine Spitzhacke. Was hältst du denn davon, wenn wir einfach mal demnächst oder jetzt gleich mal uns unter die Erde buddeln einfach? Das klingt gut. Ein paar Fackeln sind ja aus dem Schiff noch dabei. Ja, 10 Stück, damit müssten wir ein Stückchen weit kommen. Am mit besten dann dem. nächstbesten Schacht zum Haus runter belanken, denn. Genau, mit dem Holz können wir uns ja auch neue machen. Kohle finden wir unten, denke ich mal. Denke ich auch, ja. Na, wunderbar. Dann genau, nutzen wir einfach das Haus dann als Basis. Ich will hier Ah! raus. Warum hauen die? Ich hab doch nix. Menno. Kommt doch her hier, kommt doch her. Wo seid ihr? Ich bin schon wieder matsch. Ah! Wir brauchen Rüstung. Du bist schon wieder kaputt. Ja. Du musst geschicklich sein. Du musst die quasi ausmanövrieren, die Gegner. Ja, das habe ich bei Binding of Isaac auch nicht so wirklich drauf. Wenn ich immer ausweiche, dann immer direkt ins Feuer rein. So, einen habe ich. Der andere ist, glaube ich, doch, der ist aggro. Komm doch her, komm her, wenn du was willst. Und verschwinde nicht in der Dunkelheit. Na gut, wenn er abhaut, dann mampf ich mal noch ein paar Bandagen. Und hier ist noch einer. In unserem Haus. Oh. Ich passe mal eben das Mikrofon meiner entspannten Sitzposition an, also bitte mal kurz die Ohren zuhalten. Entspannt, ich krall hier gerade die So. Hände überall hin. Ja, ich bin etwas tiefer in den Sessel versunken, weil das mache ich einfach nach einer Weile meistens am PC dann. Okay. Und da stimmt natürlich die Ausrichtung des Mikrofons nicht mehr Boah! momentan. Oh, Hilfe. Also Knockback ist ja ein Scheiß dagegen, was das Oh, gerade war. shit. Die scheinen sich ja aus Lehm zu formen oder sowas. So, Jetzt ich habe mal aus. geerntet. Das sah nämlich aus, als wären die wieder reif gewesen. Oh, aber nur zwei Seeds. Das Warum ist die ist. Tür offen? Und warum Warum ist er sind hier gerade durch mich Gegner? durchgelaufen? Da hat mich im Vorbeilaufen im Zelt ermordet. Ach, wunderbar. Ich leg mich mal schlafen. Und warte, bis du kommst. Dam, dam, da, dam. Ach, die schöne Nacht genießen und die brennende Tonne im Haus ist auch sehr schön und Sehr ja. gemütlich. Es hat so richtigen Camper-Charme, obwohl wir noch im Haus sind. Obwohl ich doch ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, dass wir den armen obdachlosen Söldnern die Tonne geklaut haben. Ach, ich glaube, Aber die so stört das ganz gar nicht freundlich mehr. waren die auch nicht wirklich. Ich glaube, die stört das gar nicht mehr.
So, ich schau mal nach, ob wir hier noch irgendwas bauen können. Was braucht denn so ein Distress-Beacon eigentlich? Oh, der braucht eine ganze Menge. Da müssen wir auf jeden Fall noch einiges aus den Untiefen holen. Okay. Vorher würde ich wirklich sagen, Holz- oder Eisenrüstung in irgendeiner Form. Ja, das ist, wenn du mir sagst, wie. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das geht noch gar nicht. Eventuell kriegen wir ein Rezept dafür, wenn wir das erste Metall geerntet haben. Wo sind so meine Fackeln? Achso, nee, der ist ja lieb. Was ich gerade noch suche, ist... Ich rüste mein Essen mal vorher. Ich suche noch Dreck. Dreck kann man immer gebrauchen, denn mit Dreck mache ich jetzt hier einfach mal die Luft. Auch die Tonne kann kochen. Echt? Das ist ja cool. Sehr praktisch. Oh, ich habe Weizen. Richtig. War das deins? Weizen? Ja, nicht unbedingt. Ich habe selbst auch noch Weizen. Ich habe hier schon ein Silberohr. Na gut, aber damit können wir jetzt auch noch nicht viel anfangen. Habe ich ein paar Samen scheinbar bekommen. Na, ich würde sagen, das Ohr erstmal ab in den Ofen. Vielleicht ergibt sich was draus. Ja, wahrscheinlich ein paar Barren. Wie du siehst, gelb. Schön natürlich gefärbt. Oh, ja. Der zieht sich hier vor meinen Augen aus. Das ist irgendwie auch nicht so das, was ich wollte, aber kannst du mal schauen. Guck mal, das sieht aus, als hätte ich so ein Pyjama an. Ja. Aber in Wahrheit bin ich nackig. Ach du Hilfe. Nicht mal eine Unterhose. Woodstock, Nicht mal Eier. Ach, die sind bei Fischen sind die versteckt. Ach so. Klappe jetzt. Ich dachte schon, schwerer Unfall am Klettergerüst oder sowas. Ich bin ein sehr männlicher Mann, ja. Oh, das ist hell. Oh ja, schön. Ach, guck mal hier, dann können wir uns doch glatt mal noch ein paar... Ein paar Ranken ernten. Ein paar Ranken ernten? Und gleich hier schon wieder Actionmusik, aber ich sehe nichts. Ah ja, die müssen erst runterfallen. Ist natürlich bei niedriger Schwerkraft besonders schnell. Ja. Oh, du stehst da übrigens gerade auf was? Oh, das könnte... Ist das Stein oder ist das Eisen? Das ist Eisen, glaube ich. Das ist Eisen, ja. Ich wundere mich, dass kein Pop-Up kommt, wenn ich was aufhebe. Ich war der Meinung, das kam mal, wie bei Terraria früher. Ich habe auch Pop-Ups, aber du nimmst einfach nichts auf. Das heißt, du mobst mir einfach alles. Nee, selbst wenn ich was bekomme, habe ich keine Pop-Ups. Das ist irgendwas. Ach so. Habe ich das ausgeschaltet? Ich glaube es ja nicht. So, hier, komm, falt mal runter. Nee, da war ich nicht dran. Sehr ulkig. Na gut, ich suche mal irgendwas, was nicht nach Stein aussieht. Das ist gut. So, das sollte, glaube ich, erstmal für die nächsten... Das könnte Kohle sein. Das sieht wie Kohle aus, ja? Sehr kohlige Kohle. Es ist Kohle. Und das habe ich gerade gesehen, das ist unten am Bildschirmrand, wo ich gerade nicht hingeguckt habe. Ach so. So, okay, dann würde ich sagen, buddeln wir uns doch einfach mal irgendwo rein, wa? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass tiefer die meisten Mineralien gelegen sind. Ja, das wäre... Vielleicht macht es also Sinn, entgegen Minecraft-Regel Nummer 1 einfach mal senkrecht nach unten zu buddeln. Okay. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Menge Wasser. Hier möchte ich mich eigentlich nicht unbedingt nach unten buddeln. Der Vorteil ist natürlich, dass man hier wenig Fallschaden nimmt bei der Schwerkraft. Ja, das stimmt. Man kann bei dem Spiel auch zu Tode fallen. Blub, 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 blub. Oh, ich glaube, ich habe an Eisen vorbeigebuddelt.
Guck ich mal eben, Wooden Plattform. Da mache ich mal. Ich hoffe, ich ertrinke jetzt gerade nicht. Plattform, Plattform, wo sind die gelandet? Was? Ah, meine Lampe! So, ich buddel mich jetzt mal nach unten. Schwein, ich hatte gerade was gefunden. Den Sinn des Lebens? Na, so ähnlich. Kohle. Oh, ich habe ja auf jeden Fall Eisen. Auch irgendwas. Ich habe hier, glaube ich, Kupfer. Ach ja, da war ja was. Da gab es ja einen schönen Trick. Ich hoffe, das funktioniert noch. Was denn für ein Trick? Mal schauen. Mist, geht nicht mehr. Man konnte früher in den Hintergrund einfach reinbuddeln und dann ist das Wasser dahin entfleucht. Ach, tatsächlich. Einfach abgelaufen. Das ist ja cool. Nette Idee auf jeden Fall. Das kann man auch immer noch, aber das funktioniert nicht mehr. Das Wasser läuft nicht ab. Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine Gesteinsschicht. Jetzt kommen wir wieder mal zur Erdschicht. Ja, ich hatte ja Eisen und Kohle, bevor ich geflutet wurde. Da komme ich jetzt gerade nicht ran. Entschuldigung, aber das war gerade so verlockend. Ah, ich sehe wieder was. Ach ja, und jetzt wieder eine Gesteinsschicht. Ich mache hier mal noch ein Lichtelein hin. Da muss man auch gut aufpassen bei Erzen. Manchmal sind im Hintergrund auch Erze eingebettet. Echt? Das ist ja interessant. Und gemein. Nö, eigentlich nicht. Die kann man ja auch ernten. Aber da muss man ja aufpassen. Das ist ja gut doof. Einfach so die Aufmerksamkeit zu verlangen vom Spieler. Fatales Verbrechen. So, was haben wir hier? Kohle und was ist das? Ich buddel mich mal von oben wieder ran. Ach du Hilfe. Oh, die Schwerkraft ist nicht groß genug, um Schaden zu machen. Okay. Egal wie tief man fällt, das ist gut. Gold! Oh, und giftiges Wasser. Oh, hast du ja gerade auch gemerkt? ein bisschen giftig, ja. Aha, okay. Aber hier sind Schätze, hier sind komische Glitzer-Essenzen und... Nein, da ist so eine kleine Mini-Pfütze, ey. Scheiße. Ich glaube, ich knabber mal mit dem Steak. Boah, alles voll mit giftigem Wasser. Ja, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Hier sind freundliche Höhlenbewohner und mehr Gold. Ich komme... Nicht wegen den Höhlenbewohnern, nee, wegen dem Gold natürlich. Das wird schwierig. Hui. Das Gold ist nämlich weg. Oh, ja, mit Kies vorsichtig sein, der bröselt mal eben. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ich habe schon Leute begraben sehen davon, also. Echt? Da muss man aufpassen mit. Besonders witzig, wenn man hier irgendwie... Oh, eine Pfütze. Ah! Eine winzige Pfütze Sand. Du hast den Sand. Ah, Hilfe. Ich muss hier weg. Natürlich bin ich aber vorher auch noch in die Pfütze gerannt. Das ist aus Solidarität natürlich. Ne? Ich habe zu wenig HP für die... Oh, Schwein gehabt. Das hätte mich fast dahin gerafft. Kann der irgendwas? Hallo? Nö. Das ist nur ein irgendwas. Es ist ein Irgendwas. Da müssen die Eltern auch besonders stolz gewesen sein. Ja. Und hier geht's noch tiefer. Ja. Auf jeden Fall ist hier irgendwas. Und Sand, Kohle. Fackeln sind alle. Oh, dann müssen wir neue bauen. Ah, Alter, geht das hier gerade tief runter. Huiuiuiuiui. Zum Glück kann man die kulturellen Städte hier begraben, die Dinge mit dem Schwert plündern.
ruckelt gerade etwas bei mir. Ja, hatte ich auch gerade kurz. Na. So, so kommt man halt auch dahin. Oh, ich glaube, hier riecht's nach Eisen. Das ist eine schöne große Ader. Okay. Das könnte dann helfen, wenn du damit buddelst. Mach dich ruhig schon mal. Ich bin gleich da. Ich habe hier nämlich ein bisschen Silber gefunden. Das können wir auch gebrauchen. Alter Schwede, was? Oh nein, Kupfer. War nur Kupfer? Ja. Alter Schwede, was haben wir denn hier gefunden? Das ist immer das Blöde, wenn man Spiele spielt, wo das Eisen Kupfer eine Farbe hat. Ja, ja, es ist ja auch eigentlich so. Also Eisenerz ist ja rostig aussehen, ja. Genau. Oh, ich habe auch keine Fackeln mehr. Dann muss ich glatt mal gucken, dass ich mir welche baue. Silberohr gab es ja auch noch. So, 30 Stück einmal gemacht. Ah, und wieder alles sehr, sehr wässrig hier. Ja, sehr wasserlastig. Okay, hier unten ist nicht mehr. Ich komme wieder hoch. Mann, der trifft mich aber auch immer. Huch. Komm. Oh, ein kleiner Stego irgendwas. Hat der überhaupt einen Kopf? Irgendein Rüsselding. Oh, was war das denn? Ein Stegorüsselus. Ein Steg... Alter, die klauen mir das Fleisch, die Scheißfische. Was? Ich habe hier gerade ein Vieh erlegt, das Fleisch ist ins Wasser gefallen und die Fische haben das Fleisch weggefressen. Oh, nicht gut. Dann würde ich sagen, wir besorgen neues Fleisch. Naja, nicht all mein Fleisch, aber das Fleisch zumindest, was das Vieh hat fallen lassen. Ach so, ja, gut, das ist natürlich eine Idee. Haben nichts gedroppt, verdammt. Ach, du hast auch Kupfer da? Jawohl. Daraus kann man, glaube ich, vielleicht Rüstungen machen, oder? Das wäre gut möglich, ja. Boah, Suppe. Achtung, giftiges Wasser. Doofe Suppe. Na, warum geht die denn jetzt hier nicht so? Dann halt so. Ich nehme an, dass die Welt nachlädt, wenn man hier neue Bereiche betritt. Okay. Deswegen das leichte Leck. Ich war sehr weit runtergefallen in dem Moment. Das macht zumindest Sinn. Jetzt hatte ich gerade auch kurz eine Leck-Spike. Boah, immer diese kleinen Mini-Pfützen hier. Ach nee, da links wurde was vergiftet. Ich bin nicht vergiftet, aber wenn ich würde, wäre ich jetzt tot. Okay. Warte mal. So, und dann machen wir doch mal einfach... Oh, eine Kiste. So. Auch wenn da jetzt schöne Dinge unten sind, aber... Energy Dash Blueprint. Ist ja interessant. Wie lernt man die? Du musst die nehmen und dann auf deinen Charakter klicken, glaube ich. Einfach benutzen. New Tech Available. Genau. Okay. Ja, in die Luft klicken. Reicht völlig aus. Wie bei Terraria schon. Das erkennt auch ein paar der Parallelen, denn die Terraria-Entwickler bzw. einer von denen ist nicht ganz unbeteiligt an dem Spiel. Aha. So viel konnte ich zumindest herausfinden. Oh, noch eine Kiste. Oh, ich bin in Suppe gestiegen. Ich bin dann gleich, ne? Fiebel Digger Deflector, Kappa Ohr, Gold Ohr. Schön. Kann ich das hier... Ach so, ne, das ist ein Zweihandschwert. Na gut. Oh, ich lebe noch. Du lebst noch? Ja, irgendwie. Oh, ich könnte aber auch mal eine Bandage gebrauchen. Die wäre jetzt hilfreich. Wie macht man die nochmal? Die kannst du im Crafting-Menü einfach aus diesen Pflanzenteilen machen. Ich sehe es gerade, ja. Dann mache ich mal ein paar von, mache ich mal 10. Ach, so viel habe ich gar nicht. 4 kann ich machen, dann mache ich 4. Sehr schön, dass man alles mit einmal machen kann. Und hier ist noch Erz, hier ist noch Eisenerz versteckt im Stein. Oh ja, dann kloppt das mal ruhig raus. Das ist ein silberfarbener Brocken, der leicht rostig aussieht. Das müsste Eisen sein. Ja, ich glaube auch. Na, super, ey. Die ja. Scheißviecher hier. Das war tatsächlich Eisen. Ah.
greift denn aber auch alles an, nur weil man wieder sein Schwert da in den Körper rammt. Also hier sind zwar große Höhlen, aber irgendwie so richtig was Tolles habe ich hier noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Sind jetzt die Bandagen? Ja, ein paar Pixel, aber... Ach da. Oh, auf der Null. Mehr Pixel. Oh, Geld, Geld, Geld. Ah, okay, man nimmt eine Bandage und dann heilt über Zeit. Gut. Jawohl. Genau. Alles klar. Ich habe gleich zwei gegessen, weil ich dachte, da passiert ja gar nichts. Ich wollte es dir eigentlich noch sagen, aber dann war ich vom Gold abgelenkt. Oder von den Pixeln, besser gesagt. Pixel. Oh, was habe ich getan? Oh! Oh. Alter! Ein bisschen weg. Los! Oh, da Springe, oben ist Eisen. Da sind Ressourcen. Oh, gut. So kann man die auch freilegen. Ah, die gehen jetzt sonst kaputt, ne? Die fallen runter. Ja, ich könnte sein, dass die kaputt gehen, aber... Ah, naja, einigermaßen gerettet. Das war nicht ganz geplant. Oh, hier ist auf jeden Fall noch Eisen. Ja. Da mache ich hier mal so eine Schutzschicht und dann kannst du das auch nehmen. Oh ja, das geht noch weiter runter. So, dafür nehme ich mir hier wieder die Pixel. So, ach, das Ding, das lasse ich da jetzt einfach mal. Okay, dann... Au, oh, das habe ich ja total übersehen hier. Was? Hier habe ich, glaube ich, gerade noch eine große Kupferader oder so ähnlich gefunden. Ist das hier eigentlich Silber oben oder was? Das sieht ein bisschen komisch aus. So, ich buddel mich mal großzügig von oben rein. Was ist das hier eigentlich? Ist die Dirt? Ist die Erde hier unten etwa andersfarbig? Das ist auch Dirt. Dirt und das Dirt in zwei Farben. Ha! Jetzt bin ich ja voll verwirrt. Voll Dörte hier. Oh, was haben wir denn da? Das sieht nach Eisen eisig aus. Ja. Eisig aus hier. Hat sich doch gelohnt hier eisig einfach mal. Eisig beschreibt ja was anderes. Es müsste dann eigentlich eisenig oder sowas sein. Eisenig? Aber ist ja das Wort nicht mit drin. Das ist ja dann... Eisig ist ja mit Eis. Mit Eisen müsste es dann eisenig sein. Oder auch ja, Deutsch eisenig. Eisenhaltig. Sagen wir einfach mal rustig. Sagen wir einfach mit wertvollen Mineralstoffen. Ja, ich wurde ein bisschen gehauen. Ich wollte eigentlich gar nicht runtergespringen. Ja, los. Schlag die Hacke. Da will einer mein Freund sein. Ja, die Musik Methoden. Wird auch sehr freundlich. Ja, das ist die Kuschelmusik. Das verstehst du nicht, das ist halt... Die Kuschelrock der Zukunft. Ja, das ist ein bisschen anders bei den Aliens. Der will nur flirten. Das ist nur ein Balztanz, wenn der mit den Klauen schwingt und... Ja, der will doch nur spielen. Na, 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 na. Ja, auf jeden Fall habe ich hier schon recht Glück, was Rohstoffe teilweise angeht. Habe ich meine Bandagen schon alle verbraucht? Das gibt's ja nicht. Ich kann auch keine neuen machen. Muss ich bei der nächsten Gelegenheit wieder Pflanzen ernten. Jawohl. Ich wollte eben Bescheid sagen, wir sind jetzt knapp eine Stunde bei der Aufnahme. Ah, okay. Mit dem Unfall oder ohne? Ohne. Also mit dem Unfall knapp eine und eine Viertelstunde. Ja gut, dann ist, glaube ich, mein dramatischer Tod eine gute Gelegenheit, eine Pause einzulegen. So kann ich nicht. Ja doch, das war nicht zu vermeiden. Ach komm, das hast du doch jetzt extra gemacht. Ich wollte eigentlich nur vorbei und ich dachte, der ist ganz lieb. Und der war dann doch nicht lieb. Ich glaube, hier unten ist gar nichts lieb. Hin und wieder schon, aber im Zweifel sollte man doch lieber das Schwert zücken. Ich fighte hier gerade deinen Kampf noch zu Ende.
Ha, aus der Luft geschossen. So, okay. Was hältst du denn davon, wenn wir jetzt hier einfach mal eine Aufnahmepause machen? Das ist eine gute Idee. Ich verbarrikadiere mich in dem Haus. Ein paar Fackeln mehr, damit es mir besser geht. So, ich baue mir auch gerade einen Schutzwall. Und dann findest du mich beim nächsten Mal einfach. Und eine schöne bunte Pilzkiste aufstellen. Das beruhigt. Ich war nützlich. Ich habe eine Kiste gebaut. Sehr schön, das freut mich. Du Mobst aufgestellt. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich hoffe, es hat euch bis dahin Spaß gemacht. Ich denke mal, ich kann sagen, dass es uns auf jeden Fall Spaß gemacht hat bisher, wa? Ja. Ist echt ein interessantes Spiel und ich bin gespannt, was sich uns hier noch für Möglichkeiten eröffnen werden. Aber dann halt beim nächsten Mal. Bis dann. So, bis dann. Tschüss.